Isaac and his mother lived alone in a small house. Es ist wirklich wie eine Sucht. Ich habe mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und es hat schon Parallelen. Zum einen, es begleitet mich, nicht den ganzen Tag jetzt, so nicht, aber ich würde jetzt nicht sozusagen den Computer ausmachen wollen, ohne es noch einmal zu probieren und noch mindestens einen Part ultra hart aufzunehmen. Zum einen das. Zum anderen, es hat enorm viel Glücksspielfaktor. Ja, es hat enorm viel Glücksspielfaktor, wie es losgeht, was man bekommt und so weiter und so fort. Es ist schon ein bisschen wie eine Sucht tatsächlich. Ja, wir sind... Wir starten mit einem schönen Item. Das Problem ist halt, es ist... Genau da ist wieder... Oh, okay, da ist auch dieser Raum. Und da ist wieder dieser Faktor, ne, mit dem Glücksspiel. Wenn jetzt die anderen Items gut sind, cool. Wenn die Räume gut sind, cool. Wenn die Räume kompletter Mist sind. Und es gibt so viele Räume, die kompletter Mist sind. Es gibt Räume, da würde ich sagen, da kann ich gar nicht OP genug sein und die beenden mich einfach. Es muss so viel gleichzeitig funktionieren in dieser Challenge. Es ist wirklich echt viel Glück, um diese Challenge zu schaffen, aus meiner Sicht. Keine Ahnung. Damage ist schon mal ein guter Start. Ne? Cricket Head ist schon mal ein sehr, sehr guter, nicer Start. Gar keine Frage. Das wäre auch so ein Item, was man gerne mal aus Truhen bekommt, wenn man eine Truhe öffnet. Aber es ist halt... Es sagt halt im Endeffekt nichts aus. Wait, nehmen wir auf? Ja. Wir nehmen auf. Es sagt halt im Endeffekt nichts aus. Ich habe jetzt die letzten zwei... Nein, die letzten vier Parts... Die letzten vier aufgenommenen Parts habe ich jetzt zu zwei Parts zusammengepackt. Ne, und habe diese Doppelfolge genannt, habt ihr ja gesehen. Also falls ihr es gesehen habt. Oh Gott! Können wir den hier oben explodieren lassen? Das hat mir leider nichts gebracht, aber so muss ich zumindest keine Bombe abfangen. Habt ihr ja gesehen, falls ihr es gesehen habt, ne? Weil es ist... Ich kann es nicht verantworten, jetzt die ganze Zeit diesen... Ratschen zu spielen. Ich würde es ultra gerne schaffen, aber es ist einfach, es geht so schnell schief. Und klar, zum Glück ist es nicht insofern Glücksspiel, als dass ich hier Geld verliere. Aber im Prinzip verliere ich Zeit und ihr irgendwo auch, weil ihr euch den Müll anguckt. Falls ihr euch den Müll noch anguckt, das ist die nächste Frage. Weiß ich ja zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist immer noch nicht die erste Ultra-Hard-Challenge auf YouTube gelandet. Wir sind jetzt beim zweiten Part von Pokémans. Also der kommt morgen. Aber, ja. Und ich habe eine neue Erkenntnis, die ihr jetzt mir wieder geschrieben habt zum Angel- und Devil-Deal. Folgendes. Und ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden. Weil irgendwie wird es mal so gesagt und mal so. Also, was jetzt gerade gesagt wurde, ist folgendes. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Angel-Deal verringert sich nicht, wenn ich den Devil-Deal betrete. Aber, wenn ich den Devil-Deal betrete, bedeutet das, dass ich nicht sicher... einen Angel-Deal bekomme, wenn ein Deal sich auslöst. Wenn ich aber den Devil-Deal nicht betrete, dann ist der nächste Deal definitiv ein Angel-Deal, wenn er sich auslöst. Dann ist es ja trotzdem für das, was ich möchte... Toll. Dann ist es ja trotzdem für das, was ich möchte, besser... Ah, wenn die mich jetzt treffen, wieder, ich raste aus. Dann ist es ja trotzdem, wenn für das, was ich möchte, besser, wenn ich nicht den Devil-Deal betrete, weil ich ja im Endeffekt in einen Angel-Deal kommen möchte. Um so Sachen wie Wafer und so weiter zu bekommen, zum Beispiel, ne? Ach, komm schon!
sind so nice Karten und sie nützen mir nichts. Na, versteht ihr mein Problem? Vielleicht? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hä, jetzt bin ich wieder hier. Hä, Leute, das hat sich verschoben. Ja, ich verstehe. Ja, versteht ihr mein Problem? Ja, wo ist denn jetzt der andere Itemraum? Also ja, ihr versteht ziemlich sicher mein Problem. Weil so schwer ist es jetzt nicht zu verstehen. Ach, komm schon, der war eigentlich sicher. Na gut. Weil hier ist zu. Also hier ist offen, wollte ich sagen. Und hier... Ah, shit. Ja, okay. Ja, aber wo ist denn jetzt... Ah, hier waren noch Räume offen, ne? Nee, auch nicht. Ja, okay, dann haben wir den übersprungen. Diesen Raum, wo es in den Itemraum geht. Interessant. Das ist immer faszinierend, ne? Ja, aber das ist im Prinzip das was ich jetzt mitgenommen habe zum Thema Angel und Devil Field. Okay, den kriege ich so nicht. Dann komm. Naja. Schlüssel haben wir 2 für die nächste Ebene, das ist ganz gut. Jetzt wäre das halt ein, das müsste jetzt halt ein schönes Item sein. Das Scooper Plop. Sieht aus wie so eine Eis-Dings, um so eine Eiskugel zu holen. Ich kann mir jetzt überhaupt nicht vorstellen, was das macht. Wird vermutlich auch ein neues Item sein. Ich habe sowas, ich habe noch nie so eine Eiskugel-Dings gesehen. Das ist 100 pro neues Item, aber was sollte das, was kann das tun? Wo könnte ich denn so Eis holen? Also, es wird nicht Eis sein, ne? Aber genauso sieht das Ding aus. When used, this item spawns a peeper familiar for the current room, which deals 12 contact damage per tick. And leaves red creep in its path. Using this item removes Isaac's right eye, causing tears from this eye to deal 1,5 your normal tear damage. Okay, das klingt mir nach einer riskanten Geschichte. Das klingt nach folgendem. Das klingt nach, du setzt dieses Ding ein und kriegst dafür rote Haufen, denen du ausweichen musst. Gleichzeitig wird dein Schaden aber größer. Und zwar der vom rechten Auge. Ich weiß ja nicht, ob ich das einsetzen will. Ich meine, das Ding selber macht auch Schaden. Ich weiß, wir müssen es halt mal aus... Wir probieren es jetzt mal bei dem allerersten Gegner aus. Wenn es ein einfacher... Okay, es ist ein einfacher. Ach nee, der hinterlässt gar keine. Ich dachte, der hinterlässt zu Kacke. Der hinterlässt gar keine Kacke, der hinterlässt die Spur. Da darf ich aber auch nicht drauflaufen, sehe ich das richtig? Ich weiß jetzt auch nicht, ob. Mir dürfte der keinen Schaden machen. Das wäre komplett dumm. Okay. Kann ich jetzt da drauflaufen oder nicht? Damage und HP ab ist nice. Wir gehen mehr auf Schaden. Ich muss es nochmal lesen, ob das da jetzt exakt steht. Kann ich auf dem Ding jetzt selber laufen oder nicht? Oh, jetzt verstehe ich, was dieses Ding macht. Es pullt das Auge raus aus dem... Oh mein Gott, wie so eine Eiskugel pullt es das Auge raus. Okay. Ach so, leaves red creep in its path. Aber normalerweise ist ja... Es steht halt nicht dort, ob ich drauflaufen... Normalerweise blinkt's, wenn ich nicht drauflaufen kann, ne? Ich muss mich jetzt einmal trauen.
Ich muss es testen, sonst werde ich es nicht erfahren. Okay. Okay, es tut mir nichts. Tut er mir was? Nein, okay. Oh Gott, dann ist es doch in Ordnung, das Item. Dann ist es doch in Ordnung. Dann ist es doch nichts vollkommen Schlechtes. Ich war mir halt echt nicht sicher. Es klang so nach, okay, du kriegst mehr Schaden. Na? Du kriegst mehr Schaden auf dem rechten Auge. Aber dafür musst du halt hier ausweichen, dem ganzen Quatsch. Okay, muss ich nicht. Gut, dann ist es doch eigentlich was, was man einsetzen kann für jeden Boss einmal. So. Na, er hier macht zum Beispiel auch Red Creep. Aber er macht Red Creep, der blinkt, wo ich nicht drauflaufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ich nicht drauflaufen darf. Und wenn er schneller wird, habe ich ein Problem, da hinterher zu kommen. Okay, cool. Puh, so, wir gehen nicht rein. Definitiv gehen wir sowas von nicht rein. Na? Weil ich will ja nix, ich will ja nur Angel Deals. Ich will ja keine Satan Deals. Und wenn ich zwar dann einen Deal bekomme und es ist trotzdem ein Satan Deal, nützt mir der ganze Quatsch ja nichts. Ja, und jetzt ist der Satan Deal nämlich bei 0% und der Angel Deal bei 67,5. Also hat es ja doch eine Auswirkung, ob ich reingehe oder nicht. Ja, egal. Okay. Es würde mich ja reizen. Ne? Wenn ich... Komm. Es ist halt immer ein Glücksspiel. Na, das war's nicht wert. Das war's leider überhaupt nicht wert. Okay, das sind zwei von denen. Wenn ich sie beide auf der gleichen Seite bekommen würde, wäre das sehr gut. Jawohl, sehr schön. Dann ist der Rest jetzt kein Problem. Und ihr macht einfach einen Abfall. Am besten, ich sammle gleich wieder My Reflection ein oder so eine Scheiße. Das ist der Glücksspielfaktor, ne? Das ist der Glücksspielfaktor. Und dann bist du nämlich so, okay, ich will es nochmal probieren. Okay, ich will es nochmal probieren. Ich will es nochmal probieren. Ich will es nochmal probieren. Und das hat schon so einen Suchtfaktor. Es hat irgendwie schon so einen Suchtfaktor. Ich weiß es nicht. Irgendwie fühlt es sich schon so an. Ah, der macht so einen Quatsch. Oh, das ist halt jetzt wieder so ein Raum. Da ist so viel los, dass ich echt Bedenken habe, dass ich hier nicht schadfrei rauskomme. Ich werde manchmal ihn einsetzen, dass der ein bisschen mitmacht hier. Genau, genau, genau. Dann macht er hier nämlich schön mal ein bisschen mit. So ist es richtig. So ist es richtig. Und ich krieg meinen Schlüssel. Sehr schön. Okay, dich brauche ich nicht. Okay, cool. Cooles Trinket. Besorgt mir einige Münzen, wenn ich es gut anstelle. Also wenn ich Glück habe. Okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Der fliegt irgendwo da oben in die Luft. Ist in Ordnung. Kriegen wir eine Coin. Wieder zurück. Ach, hier geht's auch noch hoch. Habe ich nicht gesehen. Okay, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Nicht treffen lassen. Bloß nicht treffen lassen in dem Raum. Okay, sehr schön. Okay. Shop und... Nein! Komm, mach dein Ding. Ich muss jetzt böse aufpassen, welche Spur von mir ist. Welche Spur von denen ist. Aber deren ihre Spur war grün zum Glück. Ah, war nicht die Glanzleistung. Nicht die Glanzleistung schlechthin, aber ist okay. Lasst mich in Ruhe. Brauch meine Aufladung. Dankeschön. Yay, wir haben ein Buch. Das ist garantiert nicht das Item, was ich haben möchte. Für 6 Münzen gucke ich nicht in den Shop. Erstmal nicht. Erstmal den anderen Itemraum abchecken. Das Herz, was wir verloren haben, ist ärgerlich. Sehr ärgerlich.
So kleine Geister sind auch ganz... Die kleinen Gegner sind ganz furchtbar. Die muss ich als erstes loswerden. Weil die gleiche Scheiße machen wie die großen. Aber ja, danke. Kleine und unsichtbare sind ganz, ganz schlimm. Weil man die so schnell übersieht. Eieieiei. Mit Glück könnte ich eine Bombe reinschieben, aber nee, wir lassen den Quatsch. Ah, da könnte ich jetzt mit dem Jumping wahrscheinlich drüber springen, aber auch das ist wahrscheinlich wieder eine riskante Geschichte. Jo. Freunde. Jetzt habe ich den anderen. So. Hinter dem Stein kann der mich nicht treffen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da bin ich safe. So, mach deinen Shit. Wow! Wow! Okay, der macht nochmal extra, weil wahrscheinlich, weil er so lila ist. Okay, tschüss. So. Jetzt dich noch. Und dann gehen wir aus dem Raum raus, weil in dem Raum wollten wir überhaupt nicht drin sein. Auch wieder sehr, sehr blöd gelaufen hier. Okay, da eine Bombe setze ich mal ein. Ich versuche mal, die so zu setzen, falls da ein Geheimraum ist, dass ich ihn mitnehme. Gut. Na gut, ich krieg die Bombe wieder. Dann ist es so. Dann ist es so. Jetzt bin ich wieder hier gelandet. Das ist falsch. Hier geht's rüber, okay. Rote Kiste. Werden wir auf jeden Fall einmal austesten. Vielleicht haben wir Glück und die explodieren irgendwie, dass ich nicht noch zusätzlich eine Bombe opfern muss, aber ich möchte, das wird nicht passieren, weil die auch einfach nur im Fliegen sich aufteilt, ne? Und das ist halt dann dumm. Das ist halt dann einfach nur komplett dämlich. Das sind dann Treffer, da bin ich dann so... Das sorgt dann dafür, dass ich es wieder nochmal probieren will. Weil solche Treffer sind halt böse vermeidbar. Also komplett. Also solche Treffer sind halt komplett vermeidbar. Das ist so ärgerlich, wenn du so getroffen wirst. Das ist... Nee. Die will ich auch gar nicht akzeptieren, solche Treffer, weil die halt wirklich komplett blöd sind. Die sind einfach komplett blöd. Sind meine Bombs jetzt einfach creepy, wenn ich das Ding mitnehme? Oder hat das noch einen anderen Zusatzeffekt? Ich meine, ich habe es gelesen, creepy Bombs. Aber ist es genau das? Ja, es macht einfach die Bomben anders. Okay. Dann behalten wir natürlich unseren Poop. So, mach dein Ding. Das ist schon wieder so ein Raum mit so vielen Mistviechern. Kann ich überhaupt nicht ab. Boah. Gut, dass ich das Teil habe. Aber die zwei, beide Treffer, die ich bisher kassiert habe, beide Treffer, waren komplett vermeidbar. Bossraum, toll. Das macht es so ärgerlich. Das macht es so ärgerlich, was da passiert. Beide Treffer waren komplett... Junge. Komplett vermeidbar. Alter. Ich weiß gar nicht, wen ich schon öfter getroffen habe. Irgendeiner wird gleich in meinem Gesicht explodieren wahrscheinlich. Oder so. Okay. Okay. Nicht gut. War jetzt... Uah! Nein! Nein, was, wie soll ich denn da rauskommen? Zum Glück hat mich der Kleine. Scheißdreck. Ich wollte gerade sagen, zum Glück hat mich der Kleine getroffen, aber. Ja. Ihr habt gesehen, wie es gelaufen ist. Oh, ich muss ganz kurz hier mein Handy abstecken. So. Und ich muss ganz kurz meine Powerbank anschließen. Einen Moment, sonst vergesse ich das und dann ist beim nächsten Mal das Ding leer, wenn ich das Handy anschließen will. So. Ey, so ein Müll.
Das ist das Ding. Ich bin einfach, ne, es gibt zu viele Möglichkeiten, die den Run beenden. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und es wiederholt sich natürlich. Es ist klar, dass es sich wiederholt. Ich meine, ich sehe das Ganze wie ein Training. Ne, so schwer wie hier. So schwer wie hier werden nie wieder irgendwelche Räume sein. Zumindest an der gleichen Stelle, nicht? Ne, natürlich werden wir noch schwierigere Räume haben in dem Hauptspiel. Aber an der gleichen Stelle werden wir nie wieder solche krassen Räume haben, weil halt hier alles zusammenkommt. Ne? Jeder Fluch, also alle Flüche gleichzeitig. Es spawnen keine Herzen, so, das ist eigentlich. Das ist halt wirklich ultra hart. So, das ist halt. Ja. Wo ist jetzt dieser scheiß Itemraum? Ach, da oben ging es auch noch weiter, ne? Da oben ging es auch noch weiter. Ja, hier. Da ist er und ich krieg ihn einfach so mit einem blauen Stein vorher, den ich mit hier sprengen kann. Okay, und krieg einfach den Schlüssel. Passt. Reroll Enemies. Da es letztes Mal nicht so wirklich gut funktioniert hat mit dem Reroll Enemies, bin ich ganz ehrlich. Also irgendwie haben wir die ja trotzdem nicht aus ihrer Champion-Dings rausgerollt, ne? Ja, und jetzt... Wir könnten noch in den Shop. Wir könnten in den Shop und hoffen, dass da ein 7er-Item ist. Also ein 7-Münzen-Item. Ihr wisst, was ich meine. Der war irgendwo hier oben. Yes. Da ist ein 7er-Item. Na gut. Bitte kein Spacebar. Vielleicht ein gutes Spacebar-Item oder so. Es ist ein Spacebar-Item. Mystery Gift. Was war das jetzt wieder? Das war was ich einfach einsetzen konnte, ne? Aber ich gucke kurz nach. Spawns a random item from the current room's item pool. From the current room's item pool with a chance for it to spawn lump of coal or the poop instead. Also wenn ich es praktisch im Shop einsetze, spawnt es ein Item, was man sonst im Shop kriegen würde. Wenn ich es aber zum Beispiel unten beim Boss einsetze, spawnt es ein Item, was man beim Boss kriegen würde. Ich bin ganz ehrlich, das ist gerade eine Möglichkeit, Folgendes zu erreichen. Ich nehme es zum Boss mit, ich setze es im Bossraum ein und ich erhoffe mir ein HP ab. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, naja, dann habe ich es halt verkackt. No? Mehr kann ich im Moment nicht tun. Und halt versuchen, den Boss zu besiegen, klar. Wen haben wir denn hier? Zweimal Monstro. Shotspeed up, ne? Das ist nicht, was ich wollte. Das ist auch nicht komplett dumm. Das ist ein gutes Item, aber es ist halt nicht... Das, was mir in der Situation jetzt hilft. Ich wollte halt was mit Herzen. Weil wenn die mich jetzt treffen, ein Schuss und ich bin tot. Ich versuche immer den gleichen anzugreifen. Ich weiß nicht, ob es mir momentan gelingt. Naja, ich greife lieber an, bevor ich überhaupt keinen erwische. Weg, 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 weg! Boah! Die machen nicht einen Schaden, die machen einen halben. Oha! Ich hätte jetzt... eigentlich hätte ich jetzt tot sein müssen. Eigentlich hätte ich jetzt tot sein müssen, ganz ehrlich. Für die Leistung gerade hätte ich tot sein müssen. Dass ich da einfach nicht weggekommen bin. Das ist so dumm. Machst du dich jetzt mal weg? Danke. Na, also eigentlich hätte ich da weg sein müssen. Das war ja pures Glück. Dass ich da rein bin, ey. So dumm. So dumm einfach nur. So, jetzt vielleicht das HP ab. Booster Pack. Ach.
lovers. Joker. Joker bedeutet... Oh, jetzt habe ich das Geschenk weg. Ja, aber ich konnte ja nicht, konnte es ja nicht wissen. Das konnte ich ja nicht riechen. Aber Joker bedeutet garantiert Angel Room jetzt. Weil das, was der Satan Room wäre, ist jetzt der Angel Room. Ah, dieses Ding. Das ist cool. Keine Frage. Das ist cool. Aber gerade hilft es mir jetzt nicht so das Maximum. Dessen, was es mir bringen könnte. Oh, scheiße. Ja, ich hole mir jetzt mal meinen Kollegen wieder. Aber na, so funktioniert es. Ich konnte jetzt davon ausgehen, dass ich im Angel Room lande. Eben weil diese Geschichte gegolten hat. So, ich hole mir den Kollegen wieder zurück. Ja, und mehr kann ich nicht tun. Ich könnte noch hier auf Münzen hoffen, die Pille kaufen und hoffen, dass die Pille Bad Trip oder Full Heal ist. Das hat keine Münzen gegeben. Schade. Kann ich irgendwo mit Tower was sprengen? Weiß nicht, Pilze oder so. Aber bei Tower ist halt das Risiko enorm hoch, dass ich mich selbst in die Luft jage. Naja. Weil es halt einfach dämliche Trollbomben sind, die man da auslöst. Wo gehe ich lang gerade? Ah, hier sind auch nochmal drei Pilze. Ich würde... Oh, ich weiß, dass es blöd klingt. Ich würde jetzt echt nochmal mit dem nächsten Tower in den Pilzraum gehen. Nur scheiß drauf, ich habe nichts zu verlieren. Ich habe was zu gewinnen, wenn es gut geht, und ansonsten habe ich nichts zu verlieren. So einfach ist es. Bin ich hier safe? Ja, ich bin hier safe, aber es hat mir nichts gebracht. Okay. Ja gut. That's it. Halbes Herz. Kann's mit Empress versuchen. Zusätzlich. Und dann war's das. Oh Gott. Das sind vier Stück jetzt, ne? Weil es ist Double Trouble mit den... Oder sind es drei? Ach, keine Ahnung. Okay, der erste ist weg. Oh! Land in meinem Gesicht, du blödes Drecks. Oh mein Gott. Okay, okay. Insane. Komm jetzt, HP ab. Alter. Okay. Wir haben nochmal eine Chance bekommen. Wir haben nochmal eine Chance bekommen. Wir dürfen noch eine Ebene weitergehen. Alter. Ich meine, das Item, was wir aus dem Angel Room bekommen haben, ist eine nice Geschichte. Ne? Weil das verlangsamt alles um mich herum. Also alles. Schüsse, Gegner und so weiter. Alles, was in diesem Bereich ist, wird verlangsamt. So, lasst mich kurz nachdenken, ob ich noch was tun kann hier. Da draußen lag nur noch so eine Dingsmaschine rum. Naja, ich kann sie mitnehmen. Sollten wir irgendwann zu viele Karten haben. Aber... zu viel Geld. Zu viele Karten. Ich laber schon wieder Scheiße. Ist okay. Zweieinhalb Herzen. Zweieinhalb Herzen. Das HP-Up war richtig und wichtig, aber das reicht mir nicht. Das wird mir nicht reichen. Okay, den Raum darf ich nicht versauen. Hier darf ich nicht getroffen werden. Wirklich nicht.
Wirklich nicht. Wäre trotzdem getroffen. Scheiße, dass der noch nicht aufgeladen ist. Der wäre jetzt super gut. Der wäre jetzt super gut, wenn er aufgeladen wäre. Oh no. Hier, mehr Slow-Effekt für euch Drecksviecher. Mach dich weg. Sehr gut. Mach dich auch weg. Das Gute ist, der Slow-Effekt hilft dir gerade brutal. Der hilft dir gerade wirklich richtig gut. Vorsicht vor dem Schuss. Okay. Und da ist eine Karte gespawnt. Hermit Shop. Okay, ich keep's mal in Gedanken bei mir. Okay. Ich bin ganz ehrlich. Ich gehe auf volle Nummer sicher und spreng das Ding hier vorher. Ja, das war jetzt nicht ganz so. Das weiß ich mir, okay. Aber ich wollte mir den Weg sicher machen. Nicht, dass ich irgendwo hängen bleibe, ne? Ich kenne mich. Ich bleib irgendwo hängen und dann ist alles furchtbar. Die Bombe war es mir wert zu opfern. Okay, auch der Raum sollte eigentlich ohne Schaden funktionieren. Einfach keine Scheiße bauen. Gut. Gut. Einfach keine Scheiße bauen. Weiter nach links. Das ist das Gute halt, egal wie schnell jetzt Gegner sind, ne? Sobald sie in meiner Nähe sind, sind sie einfach nur noch lahm. Das ist super gut. Deswegen ist das Item schon gut. Gar keine Frage. Gar keine Frage. Es ist schon ein gutes Item. Ich mag's. Ich mag's. Es ist halt nur... Ja, nein, nein, ich mag's. Definitiv. Jetzt muss ich halt noch den Rest machen. Und gut spielen. Und da ist... Da ist der Hund begraben, wie man so schön sagt. Falls man so sagt. Keine Ahnung. Die Träne war trotzdem ziemlich schnell, ne? Obwohl sie langsam war. Okay, folgender Plan. Yes! Ich hatte so Angst, da reinzulaufen, ne? Aber so geht's natürlich. Jetzt checken wir erstmal alles ab, was wir bisher gesehen haben. Wegen geheimem Raum. Und falls ich blaue Steine übersehen haben könnte, gucke ich nochmal genauer hin. Ah, hier kann ich jetzt auch alles kaputt sprengen. Sehr nice. Yo! Gute Karte! Wichtige Karte! Oh Gott, ja! Gute Karte! Sehr gute Karte! Nicht die Karte, die ich wollte. Muss auf jeden Fall das Sand behalten. War hier noch was? Ah, da kann ich noch die Räume sprengen. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt wieder den Weg weiter, den wir gekommen sind. Und ich behalte sowas von das Sand. Holy shit. Ich weiß, dass hier jetzt Dings rumliegt, falls ich zu viel Geld irgendwann haben sollte.
Okay, wir wechseln den Raum. Und zwar komplett. Wir sind in einem großen Raum auf einmal gelandet. Das ist in Ordnung. Gar kein Problem. Das sind jetzt zum Glück auch Gegner, die nicht so von selbst kommen. Erst wenn ich sie praktisch befreit habe. Solange die noch an ihrer Kette sind, kann ich die relativ einzeln angehen. Ne? Hier so. Ah, es reicht nicht. Cool. Na komm. Oh Gott, das war knapp. Mutter. Mach's doch nicht so spannend. Ich kann mich jetzt ja auch aus Räumen rausbomben. Das ist auch sehr gut. Also goldene Bomben haben einen sehr großen Vorteil in viele Richtungen. In sehr viele Richtungen haben die einen großen Vorteil. Oben noch probieren. Okay. Ah, da noch probieren. Okay. Bisher nichts. Aber schaut mal, wie viele Räume es hier gibt, wo ich überall hin kann. Uiuiuiui. Okay. Ich sehe hier nichts an wichtigen Steinchen. Dann probiere ich kurz hier oben. Immer noch nichts. Okay. Das ist der Raum, wo ich die goldene Bombe bekommen habe, ne? Aber ist es wirklich die Lage auch des Raumes? Das ist das Ding, was ich jetzt nicht wusste. Ja, doch, 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 doch. Ja, doch, ich bin wieder hier. Oh Gott! Hm. Ich war mir gerade zu unsicher. Ich wusste nicht, ob die ein ganzes Herzschaden machen, wenn ich reinlaufe. Ne? Das war ein Champion-Gegner. War mir gerade ein bisschen zu unsicher. Ich weiß gar nicht, ob in so einem kleinen Raum ein Geheimraum sein kann. Vermutlich nicht, aber ich habe ja Bomben. Ich kann sie ja ausprobieren. Okay, beide Itemräume in einem. Dann gehen wir hier mit Sicherheit durch. Krieg beide Items auf einen Schlag. Das ist sehr, sehr gut. Das bedeutet nämlich, dass ich nicht lange suchen muss und gleich die volle Ausrüstung bekomme, die mir diese Ebene gibt. Was auch immer diese Ausrüstung jetzt ist, ne? Was auch immer diese Ausrüstung jetzt ist. Wir werden es sehen. Erstmal ärgert ihr mich noch. Ja, ja, komm, ist schon recht. Scheiß Viech. Money ist gleich Power, ist okay. Das würde allerdings bedeuten, dass ich mein Geld nicht mehr ausgebe. Das ist auch in Ordnung. Das ist sogar sehr in Ordnung. Ah, das ist dieses Ding hier. Damit kann ich ziemlich viel abfeuern. Ich weiß nicht, ob das Schaden oder so verringert. Ich glaube nicht. Cool. Oh, habe ich da unten jetzt noch gar nicht probiert, ne? Cool. Jetzt ist Geld noch wichtiger als gerade eben. Muss hier unten noch sprengen. Habe ich gerade ganz stabil vergessen. Oh man, oh man, oh man, oh man. Ich ärgere mich, dass ich die Sun jetzt schon einsetzen musste. Ich hoffe, ich krieg nochmal eine Sun. Irgendwann. Wäre cool. Das wäre alles sehr, sehr cool. Waren wir da oben? Ja, ach, das ist dann der Raum wieder. Okay, ich hole mir jetzt mal die Emperor-Karte. Dass wir dann nämlich zum Beispiel in Womb. War das hier die? Ja, ne? Genau. Dass wir da direkt zum Boss kommen, weil ich will da nicht durchlaufen. Ich will durch die Ebenen gar nicht groß durchlaufen. Jetzt gibt es eigentlich nur noch den Boss für uns, ne? Wir sind jetzt ausgerüstet. Gibt es nur noch den ersten Boss und dann halt den zweiten Boss. Aber hier würde ich jetzt schon noch sagen, ich versuche durchzulaufen. Weil, wie gesagt, Emperor wäre eher für Womb 2 den Port direkt zum Herzen. Oder erst für Dings zum Satan. Ja. Ja. Aber wie sollen wir mit der Ausrüstung... Das ist halt das Ding. Wir müssen am Ende gegen Mega-Satan kämpfen. Wie sollen wir mit der Ausrüstung gegen Mega-Satan kämpfen? Versteht ihr? Das wird problematisch.
Es wird so oder so problematisch. Ich krieg zwar vor dem Mega-Satan-Raum, krieg ich zwar ihr Dings. Sag schnell. Devil Deal Kisten. Aber ich meine, die kosten mich ja Herzen. Also, und ich, so wenig Herzen wie ich habe, weiß ich nicht. Klingt für mich nicht nach dem besten, nach der besten Lage. Geh mir nicht. Geh weg. Oh, Junge. Das wäre fast wieder schief gegangen hier, ne? Ja, holen wir uns. Ach nee, ich wollte. Ja, stimmt, ich wollte ja noch den Geheimraum suchen. Mein Gott, siehst du? Aber bisher war hier noch. Nee, bisher war ja eigentlich da noch nichts, ne? Also bisher hätte ich ihn noch gar nicht, glaube ich, finden können. Hier kann auch nichts weiter sein. Okay, weiter Programm. Hier müssen wir auf jeden Fall die Dinger gleich köpfen. Die Totenköpfe köpfen. Die halt. Wisst ihr schon? Die Dinger sprengen. Totenköpfe köpfen, ja, wahrscheinlich. Okay, da kam nichts weiter raus. Der Raum gefällt mir überhaupt nicht. Den klären wir mal ganz schnell so. Das Gute ist, ich schieße jetzt halt auch durch alles durch. Ne? Also die transzendenten Tränen sind schon auch eine coole Geschichte. Gar keine Frage. Da oben könnte ich noch sprengen. Nichts. Wir haben halt auch am Anfang, ne, das kommt auch noch dazu. Ganz am Anfang haben wir auch noch Wege, die wir noch nicht gegangen sind. Vielleicht sind das wirklich die Wege, die wir gehen müssen. Na, hier ging es ja noch ganz viel weiter. Da habe ich, glaube ich, gesprengt, ne? Ja. Hier ging es ja noch ganz viel wo überall hin. Dahin zum Beispiel, das ist über, oh Gott, furchtbarer Raum. Und bei Brimstone gibt es halt vor allem kein langsames Schießen, weil ist halt ein fucking Laser. Aber wir haben's. Oh, wir haben den Raum. Huiuiuiui. So, hier. Und hier. Das gibt's doch nicht. Jetzt komme ich hier wieder raus. Habe ich hier schon mal gesprengt? Habe ich hier schon mal gesprengt? Das ist wohl ein Ja. Da waren wir auch noch nicht drin. Okay, das ist aber... Moment. Das ist doch bestimmt... Da kommt doch bestimmt irgendwo ein Pin. Okay, es kommt kein Pin. Diesmal war ich vorbereitet. Diesmal war ich vorbereitet, dachte so, okay, der Raum ist viel zu wenig los. Da kommt noch ein Pin. Kam kein Pin. Irgendwas pullt mich hier. Ah, die blöde... Boah. So, ich behalte auf jeden Fall mein Dings, weil ich brauche Münzen. Münzen sind Power. Na, wenn ich Münzen kriege... Ah, da brauche ich gar nicht sprengen, da oben ist egal. Münzen ist Power, ist viel wichtiger als das Ding hier. Das ist dieses Ding, dass wenn das Baseball-Item nicht aufgeladen ist, dann bekomme ich Status-Ups. Glaube ich zumindest. Aber da ich Münzen bekomme mit dem Poop-Ding, ist es mir lieber. Okay. Auch der Raum sollte eigentlich funktionieren. Ach, ich kann ja... Ich bin dumm, ich kann ja hier durchschießen. Oh, jetzt könnten wir mal diesen Schlüssel testen. Ich lasse den mal noch liegen. Nice. Ich lasse den mal noch liegen und sammle den erst ein, wenn ich das Item eingesetzt habe. Dann setze ich es jetzt nämlich in der nächsten Runde einmal ein. Im nächsten Raum. Komm, nochmal das Sun. Aber erst musst du weg. Wird mir sonst hier zu crazy. The Fool, okay. Ja, ich setze es im nächsten Raum einmal ein und gucke dann, ob dieser Schlüssel das auflädt. Okay, das hätte ich hier hätte ich es jetzt eh eingesetzt, tatsächlich. Weil der Raum ist... Ja.
Fuck, ganz schön eklig. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da. Okay, ja, der Raum war echt eklig. Also, ganz ehrlich, der war nicht angenehm. Was ist jetzt da unten? Ist jetzt da? Kann jetzt da? Ich mach das mal so. Oh, lol. Mach's mal so. Mach's mal so. Okay, da ist wahrscheinlich dann wirklich nichts. So, jetzt setze ich den Schlüssel, sammle den Schlüssel ein. Ja, der lädt voll auf. Okay, Theorie bestätigt. Oh Gott. Komm, da gehst du gleich nochmal rein. Da gehen wir gleich nochmal rein. Okay, irgendwas ist passiert. Soll mir recht sein, was auch immer passiert ist. Es soll mir sehr recht sein. Und jetzt habe ich hier wieder ganz viele Möglichkeiten, Karten zu bekommen. Mit Glück ist das jetzt eine Two of Hearts. Mit Glück ist das. Oder Joker. Noch eine Joker. Weil Joker würde wieder Engelraum bedeuten. Two of Spades. Okay, Schlüssel verdoppeln ist auch in Ordnung. High Priestess. Ist an sich nicht verkehrt. Problem ist... Oh, nice. Ist ein Crawl Space. Ja, rein da. Ja, rein da. Oh, es ist ein... What the hell? Es ist einfach der schlechteste Crawl Space, den man hätte bekommen können. Was ist das? Warum kann ich hier so... Okay. Jo, das ist schon cool mit den Tränen, aber... Ach, Mann. Warum kein Item? Warum so eine Kacke? Oh, ich habe mich so gefreut. Und dann gibst du mir Müll. Ich setze es gleich ein, bevor ich jetzt irgendwie in den Boss reinrenne und dann die Karte nicht mehr einsetzen kann. Ach, nicht böses. Nein! Oh Gott, so viele. Und so viele, die auch noch zielsuchend sind. Und gleichzeitig Champions. Boah! Okay, weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Sehr gut. Weg mit dir. Komm mir gar nicht zu nahe. Habe ich ihn weg? Okay. So, kann ich die anderen so ein bisschen ärgern? Wahrscheinlich nicht. Lol, okay. Okay. Ach lol, ich bin ja dumm. Ich sag die ganze Zeit so, ja, ich nutze das dann für Womp 2. Es gibt ja nur ein Womp, beziehungsweise wo auch immer ich lande. Es ist ja eine XL-Ebene dann. Oh Gott, das macht es ja noch unangenehm. Will ich dann vielleicht doch durch Sheol normal durchlaufen? Will ich durch Sheol... Oh, ich weiß nicht, ob ich durch Sheol normal durchlaufe. Ich bin noch nicht mal in Sheol drin und rede schon über Sheol. Also irgendwo muss ich halt Emperor einsetzen. Ich weiß noch nicht wo. Okay. Der Raum sollte doch jetzt auch eigentlich problemlos laufen. Die kommen nicht nah an mich ran. Ich laufe in der ihre Scheiße nicht rein. Da setze ich doch jetzt nicht das Item ein, oder? Genau, sehr schön. Ich habe halt auch Bedenken. Ich hätte den Schlüssel liegen lassen sollen. Ich hätte den Elektroschlüssel liegen lassen sollen. Für den Moment, bis ich da hinkomme. Okay, da ist der Raum. Jetzt ist die Frage, ist es der normale Geheimraum? Nein, es ist der Spezialgeheimraum. Das heißt, wir sind in der Nähe vom Boss. Ja. Dann darf ich es jetzt nicht mehr einsetzen, das Viech. Warum hatte der eine Krone auf dem Kopf? Das Knossi? Fuck! Ja, für den Witz habe ich das verdient, ich weiß. So, weg mit dir, Kronenviech, was auch immer dein Problem ist. Ich würde jetzt trotzdem... Ach, scheiße. Ich meine, was kann passieren, wenn ich jetzt noch den Geheimraum suche? Was kann schlimmstenfalls passieren? Ich
So krasse Räume dürfte es jetzt hier nicht mehr geben, oder? Habe ich hier oben schon gesprengt? Ha! Habe ich nicht. Okay, gut. Das könnte halt nochmal coole Sachen geben. Money is Power zum Beispiel. Erhöht. Ja, oh, jetzt habe ich wieder so ein Pillending. Jetzt habe ich wieder dieses. Ich spreng erstmal die anderen Sachen. Jetzt könnte die Pille wieder gut sein und die Pille könnte kacke sein. Das Schlechteste wäre Hämatemesis. Dann sind nämlich meine Herzen weg. Und ich kriege keine neuen nach. Oh Gott, ich riss. Ich kann mir mit einer Pille den ganzen Rand verhauen. Risiko. Experimental Pill. Range up, Lockdown. Ja, okay, damit kann ich leben. Ist auch nicht das Nonplusultra. Aber jetzt würde ich dann doch trotzdem noch gerne in den Shop, aber dann haben wir wieder... Ah, fuck. Fuck me. Ich hoffe, ich bereue es nicht, dass ich hier reingegangen bin. Oh ja, mach bitte noch so... Mach ein paar Häufchen noch. Mach ein paar mehr Häufchen. Sind das Häufchen, wo Münzen rauskommen können? Oder sind die einfach... Nee, scheinbar... Nee, die scheinen da nicht drauf zu reagieren. Okay, schade. Schade. Nee. Okay, sonst hätte ich da jetzt nämlich ein paar Häufchen generieren lassen. Okay. Ich lasse mich jetzt hier nicht noch treffen. Aber vielleicht gibt mir dieser Totenkopf jetzt noch eine The Sun. Komm, gib mir eine Sun. Das ist keine Sun. Okay. Ich spreng den Stein da mal kurz. Der gefällt mir nicht. Nicht, dass ich da irgendwann reinrenne. Vor lauter Blödheit, ne? Okay, es gäbe ein 15er-Item. Ich weiß, dass ich dann wieder Kohle verliere. Das ist mir bewusst. Aber guck mal, ich kriege ja auch die Kohle wieder. Ich muss es tun. Weil vielleicht ist es was Cooles. Wenn's... Yo! Das Ding ist größer geworden! Das Ding ist größer geworden. Das ist durchaus... Ich würde sagen, das war's wert, oder? Sind wir mal ganz ehrlich. Ich würde sagen, das war's wert. Der Raum ist größer geworden, in dem dieses... Das war's definitiv wert. Okay. Okay. Ich hoffe, damit seid ihr einverstanden. Ich bin damit einverstanden. So. Gehen wir zum Boss. Zuerst der Normale und dann Mom. Okay, können wir gleich mal uns hier um die ganzen Fässer kümmern? Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht, dass die da rumfliegen. Ja, weil der die vor allem selber sprengen kann. Und wir kommen gut gegen den klar. Wir kommen gut gegen den klar. Oh mein Gott! Du bist verdammt schnell, obwohl du langsam wirst eigentlich durch den meinen Effekt. Kein Hit mehr, mein Freund. Kein Hit mehr. Junge, Junge, Junge. Das war ja eine Nummer. Da hat er mich einfach getroffen. Da hat er mich einfach getroffen. So, habe ich eine Möglichkeit, mich nochmal aufzuladen? Nee, ne? Ich wüsste nichts. Ich wüsste nichts. Ich wüsste nicht, was ich jetzt noch tun kann. Ich muss jetzt mit 3 Herzen zu Mom. Puh, drückt mir die Daumen. Es geht schief. Ich sehe, dass das schief geht, aber was soll ich tun? Ich wüsste nicht, was ich noch machen kann. Mir fällt nichts ein. Ich könnte die Pille kaufen im Shop und hoffen, aber das ist jetzt wieder Schwachsinn. Nee. Abflug. Ich bin hier ein bisschen unsicher. Nein! Oh, vor allem das Ding macht jetzt auch, das Ding ist jetzt auch größer, der mir da ein bisschen hilft.
Das Coole ist, durch diesen einen Effekt kann ich jetzt halt durch die Wand durchschießen. Das war ein sehr unnötiger Treffer wieder. Den hätte es echt nicht noch gebraucht. Aber gut, er ist passiert. So. Wir bekommen das Negative. Hä? Hat das Negative gerade mein Damage? Ja. Liegt es an Repentance? Macht das Negative jetzt auch den Damage hoch? Das wäre eine interessante Geschichte. So, ist hier noch irgendwo ein blauer Stein? Ich sehe nichts. Bin ganz ehrlich, ich sehe nichts. Weiter im Programm. Wir sind... Boah, das wird nichts. Wie soll ich denn das schaffen mit zwei Herzen? Ich meine, wir sind so weit wie noch nie. Aber wie soll ich das mit zwei Herzen schaffen? Ich würde jetzt zwei Räume versuchen. Wenn ein Raum scheiße ist, porte ich mich raus. Und bin beim Boss. Aber ich würde gern dieses Ding aufladen. Ne? Ich hoffe, dass ich zwei Räume überstehe. Okay, den Raum sollte ich definitiv überstehen. Wenn ich das geschickt angehe, überstehen wir den Raum locker. Dann haben wir eine Aufladung. Und dann kriegen wir jetzt noch irgendwo eine andere Aufladung. Welchen Raum nehmen wir noch? Nehmen wir den hier. Weg mit den scheiß Augen. Wenn die Augen weg sind, ist alles gut. Okay. Gut. Dings ist aufgeladen. Mein Cube ist jetzt halt auch groß durch dieses BFF-Item. Na, coole Geschichte. Ich muss halt dann in... Ich weiß halt nicht, soll ich hier durch? Soll ich im Dings durch? Ich muss halt dann durch Sheol marschieren. Das ist halt... Oh. Es wird so oder so unangenehm. Wo würdet ihr jetzt Emperor einsetzen? Wo würdet ihr jetzt Emperor einsetzen? Hier oder in Sheol? Ich bin so böse skeptisch, was das alles hier angeht. Alter, Sheol wird mich beenden, aber die Räume hier können mich auch sofort beenden. Nee, ich port mich. Ach, es kommt ja erst noch. Oh Gott. Das ist keine gute Kombination. Jo. Genau wegen sowas. Fucking Brimstone-Kacke. Okay, der erste ist weg. Da war die Bombe von dem Kleinen. Okay. Das war bisher unser bester One. Leider nicht mit Erfolg. Aber ich glaube, an der Stelle belassen wir es mal dabei, machen das wann anders nochmal. Ich will auch wieder normales Isaac. Ich will wieder normales Isaac spielen. Ich will wieder normales Isaac spielen. Ah, die scheiß Bombe. Naja. Sagt mir gerne, was ihr in dem Run anders gemacht hättet. Sagt mir gerne, was ihr in dem Run anders gemacht hättet. Ich fand, von den Items, die wir hatten, hatte der schon Potenzial. Wie auch immer. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.